Hurra, es ist endlich soweit, der Leitindex S&P 500 hat sein Allzeithoch erreicht, aber dann ist etwas Merkwürdiges passiert. Plötzlich gab es einen kleinen Abverkauf bei Aktien, bei Gold, bei Silber und auch bei Währungsbaren gegen den Dollar. Also irgendwie war da etwas merkwürdig und das ist vielleicht so ein bisschen die Lehre nach dem Erfolg. So, man hat alles erreicht, jetzt ist das Ziel erreicht, was nun? Das ist die Frage, die man sich gestellt hat und das erinnert so ein bisschen an die Netflix-Serie Der letzte Tanz, The Last Dance, mit Michael Jordan oder über Michael Jordan und die Chicago Bulls im Basketball. Wer das nicht kennt, der sollte sich das, wenn er einigermaßen sportbegeistert ist, unbedingt anschauen. The Last Dance, ich will jetzt keine Werbung für Netflix machen, aber für diese Serie, glaube ich, lohnt es sich, Werbung zu machen, denn das ist sehr, sehr hautnah, immer wieder mit Rückblenden. Und da wird zum Beispiel gezeigt, wie 1993 Michael Jordan, der Superstar, sein Ziel erreicht, die NBA-Meisterschaft holt und dann in ein Loch fällt und sagt, ich habe keine Lust, diesen Alltag zu wiederholen, ich habe keine Ziele mehr, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und so ein bisschen hat sich das heute so angefühlt an den Märkten. Und man hat vor allem gesehen, dass diese Korrelation vorhanden ist, dass entweder alles fällt, also Aktien, Gold, Silber, und alles, was gegen den Dollar gehandelt wird, oder es passiert eben das Gegenteil. Und wir haben heute zwischenzeitlich das Gegenteil dann auch mal gesehen, bevor es dann wieder nach oben ging. Aber wenn man sich den DAX anschaut, dazu gleich mehr, dann könnte es durchaus sein, dass wir da vor einer Korrektur stehen. Aber der Reihe nach, es ist natürlich nicht die glorreiche Zukunft, die hier gehandelt wird an den Aktienmärkten, sondern es ist die globale Liquidität, die hier gehandelt wird. Wir haben also ein neues Allzeithoch erreicht und wir sehen, das läuft relativ parallel mit diesem Liquidity Proxy, mit dieser Liquiditätsversorgung der Notenbanken. Das ist sozusagen der entscheidende Trigger. Wenn wir uns jetzt mal die letzten drei Monate anschauen, dann sind in 68% der Fälle die Handelstage positiv gewesen, also ein Verhältnis von mehr als 2:1. In der Vergangenheit war das nicht so ein gutes Omen für die nächsten Monate. Das hatten wir übrigens ja auch im Januar 2020, also vor der Corona-Krise hatten wir ein ähnliches extremes Phänomen, dass wir also wahnsinnig viele positive Handelstage hatten. Wir haben heute eine Tesla wieder, die sogar weiter steigt. Wir haben eine Amazon, die steigt, also die FANG-Aktien, die weiter zulegen. Es ist eine endlose Fahnenstange, wie es aussieht, aber irgendwann brechen eben auch Fahnenstangen, vor allem wenn sie zu lang werden. Das sollte man nicht vergessen, zumal jetzt so ein bisschen die großen Investoren bullischer geworden sind. Da sagen jetzt immer mehr, nein, das ist kein Bärenmarkt, das ist keine Bärenmarkt-Rallye mehr, sondern das ist der Beginn etwas Neuem, eines neuen Bullenmarktes, eines neuen Zykluses. Und man ist also deutlich optimistischer geworden, ist optimistisch für die Wirtschaftsentwicklung, ist optimistisch für die Unternehmensentwicklung. Das war, wie gesagt, vor ein paar Monaten noch völlig anders. Also jetzt ist das Sentiment auch der Großen auf die bullische Seite gewechselt. Das war ja lange anders. Da waren diese Robin Hooder, die Privattrader, die haben alles nach oben gezockt. Die Großen haben teilweise zugeschaut und mussten dann irgendwann mitschwimmen. Gibt ja nichts Schlimmeres für Vermögensverwalter, als wenn man bei einer Rallye nicht dabei ist. Wenn man einen Abverkauf voll mitmacht, kann man sagen, oh, die anderen hat es auch erwischt. Aber wenn eine Rallye verpasst wird, kann man nicht sagen, guckst du, keine andere hat die Rallye mitgespielt. Das ist dann viel, viel schwieriger. Wir haben jetzt die Situation, dass gleichzeitig, obwohl die großen Investoren immer bullischer werden, die Insider immer mehr Aktien verkaufen. Wir sehen jetzt den vierten Monat in Folge mit diesem August, so zumindest sieht es derzeit aus, dass die Insider eigene Aktien verkaufen. Insider also im Sinne von CFOs, CEOs, also leitende Manager in einem Konzern. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Kann sein, dass die Angst haben, vielleicht sogar entlassen zu werden oder Stellenabbau passiert, auch im Management, wenn sich die Firmen verschlanken. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist es schon auffällig, dass jetzt den vierten Monat in Folge Insiderverkäufe sind. Bis August war das Volumen 50 Milliarden. Es dürfte im August nochmal mehr als 15 Milliarden Dollar sein. Und wir hatten heute wieder mal etwas Charakteristisches neben diesem parallelen Anstieg von Aktien, Gold, Silber und alles, was gegen den Dollar handelt wird. Und dann mal wieder das Gegenteil davon hatten wir heute E-Commerce im Fokus, nämlich Walmart, das zunehmend E-Commerce-lastig ist, das eine echte Konkurrenz für Amazon geworden ist. Und auch Home Depot, dieser Baumarktgigant, auch sehr stark im Online.
Und wir sehen, was für Umsätze die gemacht haben. Spektakulär, riesig. Das war in Deutschland zu Corona-Zeiten oder zu Hochpunkt der Corona-Zeit auch so, dass die Leute in die Baumärkte gestürmt sind, weil sie eben für ihr Homeoffice sich einrichten wollten, weil sie mehr Zeit hatten, weil sie mehr Lust hatten, sich mit dem eigenen Heim zu beschäftigen. Wir sehen also, dass hier wahnsinnige Anstiege zu verzeichnen sind im E-Commerce. Aber dann ging es für die Aktie von Walmart plötzlich wieder nach unten, weil Walmart dann gesagt hat, naja, wir werden jetzt ein bisschen skeptischer für die weitere Entwicklung, denn es war ja so, dass die Leute in den USA maßgeblich viel konsumiert haben, weil sie eben diese Schecks bekommen haben von der US-Regierung. Und diese Schecks, die bleiben jetzt erstmal aus. Noch ist nicht klar, was da passiert. Gibt es diese $300, die Donald Trump per Exekutivorder durchgedrückt hat? Gibt es vielleicht doch noch einen Deal? Jedenfalls ist man bei Walmart skeptischer und die Aktie, die deutlich im Plus war, hat dann ihre Gewinne abgegeben. Und insgesamt ist es so, dass wenn man nicht zum Vorjahr mindestens 44% wächst als E-Commerce-Unternehmen, dann hat man schon ein Problem, dann bleibt man hinter den anderen zurück. Aber schauen wir uns die Charts an, schauen wir uns die wunderbaren Allzeithochs an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen im Stundenchart, hier ist ein 4-Stunden-Chart, jetzt ausnahmsweise alle anderen Charts im Stundenchart, das ist der DAX. Und der hat heute etwas Komisches gemacht, der ist über 13.000 gestiegen, hat dann aber praktisch eine Wendekerze nach unten gebracht, ein Wendemuster nach unten. Schauen wir uns mal die Amis an. Zunächst mal den S&P 500 in den Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, 3388. Wir waren hier mit diesem Peak, hier sieht man diese Spitze, das war das Allzeithoch. Dann kam noch dieser durchaus nicht unherbe Abverkauf, 25 Punkte. Ein Dreiviertelprozent um und bei ging es da in Kürze nach unten. Wir sehen hier den Nasdaq, der einfach weiter steigt. Warum auch nicht? Wie gesagt, Tesla, Amazon und wie sie alle heißen. Wir sehen diese schnelle Bewegung hier bei Gold, das sie zulegen konnte, zunächst mal vielleicht noch mit dem Rückenwind des Warren Buffett Investments in Barrick Gold. Dann dieser Abverkauf, das ist bei Silber sogar noch ein bisschen stärker gewesen. Hier sehen wir, da ging es runter dann auf fast 27 gekommen von 28,50 um und bei. Und was haben wir noch? Wir haben noch Euro-Dollar, der sich nur ein bisschen erholen kann nach vorigem Anstieg von diesem Abverkauf. Also Intraday-Abverkauf, muss man sagen. Also alles hängt mit allem zusammen. Entweder es steigt alles oder es fällt alles. Jetzt ist die Frage, was kommt nach dem Allzeithoch? Geht es jetzt so weiter wie bisher? Kommt jetzt ein Durchschnaufen? Der DAX könnte interessant sein, wie der sich verhält. Der sieht irgendwie schlecht aus, jetzt muss man sagen. Und mal sehen, ob sich die Amerikaner weiter entkoppeln oder ob der DAX da vielleicht eine Art Frühindikator ist. Das bleibt abzuwarten. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren einen wunderbaren Abend, nicht Start in den Tag, das sage ich nämlich morgens. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend, das wollte ich sagen und sage Servus und ciao.